So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch heute etwas über ein neues Rig erzählen. Und zwar habe ich in meinem letzten Video schon angedeutet, dass wir uns was Neues einfallen lassen haben. Und zwar ist es so, dass es häufig vorgekommen ist, gerade wenn ich auch mit Kunden unterwegs bin, die dann eigene Bissanzeiger mitbringen, wo die Bisserkennung dann ja weniger gut ist und die Fische dann ja durchaus mal den Köder in den Schlund bekommen. Und wir bekommen die Drillinge zwar immer raus, aber das ist doch ein erheblicher Aufwand. Und so haben wir uns überlegt, mehr den Einzelhaken mal in den Fokus zu nehmen. Und wir haben dann lange hin und her experimentiert, auch verschiedene Montagen und was für Haken wir nehmen etc. Und sind dann letztendlich zum Schluss gekommen, dass wir uns eine besondere Methode überlegt haben. Und zwar ist es so, wir benutzen Haken mit einem sehr, sehr großen Öhr. Warum das so ist, erkläre ich gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Das sind jetzt hier Haken von Gamakatsu, gibt es sicherlich auch von anderen Herstellern. Und zwar, der Grund dafür ist, dass wir dieses große Öhr benutzen, dass wir mit sogenannten Etikettiermaschinen arbeiten. Das ist jetzt so eine Etikettiermaschine. Hier vorne haben wir eine Nadel, die wir durch den Fisch stecken können. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit langen Nadeln, kurzen Nadeln, wie auch immer. Die Etikettierfäden, die man hier sehen kann, gibt es auch in verschiedenen Längen, sodass wir durchaus in der Lage sind, in jedem Teil des Köderfisches auch diese Fäden einzubringen, um unseren Haken sicher zu halten. Deswegen dieses große Öhr. Ich werde jetzt ganz einfach mal so eine Montage durchführen. Ich habe hier mein Lieblingsstahlvorfach Nylon ummantelt, ganz wichtig für mich, weil jeder, der schon mal ein Stahlvorfach zwischen die Zähne genommen hat und einmal so gemacht hat, kann sich denken, denn auch die Hechte haben Gefühle oder wie auch immer, oder Wahrnehmungsorgane im Maul. Und ich denke, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit Nylon ummanteltem Stahl wesentlich mehr Erfolg haben als mit rohem Stahl ohne Ummantelung und oder auch in viel befischten Gewässern nur mit Nylon fischen. Dann aber bitte in 0,80 oder 1 mm Stärke. So, ich werde mir jetzt hier ein Stück von 70 cm abschneiden. Und wie ihr das aus den anderen Videos kennt, immer erst die Klemmhülse. Und dann den Haken. So, wir benutzen jetzt den LS3424. Der hat das Öhr ganz normal angeordnet, wie bei jedem Haken. Den setzen wir ans Ende. Auch hier wieder ganz wichtig, doppelt durchschlaufen. A zur Gewichtsverteilung bei Extrembelastung und B zur Versteifung des Hakens mit dem Vorfach. Auch hier wieder am Ende leicht umbiegen, sodass wir das Material wirklich dreimal in der Klemmhülse haben. Das ist ein bisschen Gefummel, aber wenn man das öfter macht. So, und jetzt gehen wir hin und ziehen an dem langen Ende des Vorfachs so lange, bis wir den Stahl da fixieren. So, die Klemmhülse, Klemmzange, kurz andrücken. Jetzt kann man natürlich hingehen, den Haken covern. Ist nicht unbedingt notwendig, aber bei der Lösung mit der Etikettiermaschine verschafft es uns einen kleinen Vorteil. Und zwar ist es so, dass dieses Gummi doch wesentlich besser hält. Ich mache das jetzt ganz einfach mal hier mit einem Cover. Das ist ein bisschen Gefummel, aber funktioniert in der Regel ganz gut, wenn es nicht so kalt wäre. Stülpen wir das hier über die Öse.
Wenn es gar nicht geht, so wie in dem Fall, dann montieren wir erst immer den zweiten Haken. Dann haben wir ein bisschen mehr Hebel und lassen das erstmal so liegen. So. Für den zweiten Haken benutze ich einen Haken, den LS3423F. Der hat das Öhr praktisch quer sitzen. So, und hier gehen wir einfach hin. Stahlbohrfach durchfädeln. Man kann das natürlich, wer drauf steht, auch beweglich montieren. Dann gehe ich nachher hin und mache hier einen Schrumpfschlauch drüber. Wir haben aber, ich sag mal, unsere Stintgrößen hier ziemlich immer gleich. Und von daher weiß ich ungefähr, wo die Haken zu sitzen haben. Und montiere das fest. Denn so kommt auch der Anschlag wesentlich besser durch. So, hier wieder. Entgegen der offenen Seite des geschmiedeten Hakens. 5 bis 6 Windungen. Kurz fixieren. Wieder durchs Öhr. Und jetzt kann man hier diese Treble Cover von Fox oder jeder beliebigen Marke hier rüberführen. So, das verdeckt das Ganze ganz gut. So, und jetzt habe ich auch ein bisschen Hebel, um mein Cover hier zu fixieren. Das reicht mir eigentlich schon. Hauptsache, das Öhr ist bedeckt. Ob die Cover jetzt schwarz sind oder rot oder wie auch immer, das könnt ihr selbst bestimmen. Die gibt es natürlich auch in schwarz. Wichtig ist nur, dass es verdeckt ist, weil das nachher mehr Halt gibt. So, am Ende montieren wir einen Wirbel. Ich habe hier mal 2 mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sieht man auch den Unterschied. Natürlich ist es Schwachsinn zu behaupten, man braucht Wirbel, die 70 Kilo Tragkraft haben. Aber wie man hier sehen kann, die einfachen Ausführungen der Wirbel, wie sie zum Beispiel im Karpfenprogramm zu haben sind. Wenn wir auf große Distanz fischen, da treten unheimliche Kräfte auf. Wir haben Stahlbohrfach, was steif ist, teilweise geflochtene Schnur. Und darum würde ich euch immer raten, nehmt vernünftige Wirbel in der Edelstahlausführung, zum Beispiel von Gamakatsu, die Roland Swivels oder wie auch immer, vernünftige Tragkraft und vernünftig verarbeitet. Das merkt man auch gleich, wenn man die mal in die Hand nimmt und am Tönnchen dreht. Der Unterschied ist wirklich krass. So, hier gilt auch wieder erst das Cover, dann die Klemmhülse. Und auch hier wieder doppelt durchführen, wegen der Gewichtsverteilung und der anschließenden Steifheit. Am Ende wieder umschlagen. Und fixieren. So, diese Haken, die wir hier benutzen, haben leider einen Widerhaken. Und die Größen, die wir benutzen, gibt es leider nicht barbless, also ohne Widerhaken. Sodass wir jetzt hingehen, mit Hilfe der Krimpzange oder wie auch immer, zumindest den Endhaken vom Widerhaken befreien. Den kann man ganz einfach ankrimpen, so wie ich das hier jetzt gemacht habe. Da ist also nichts mehr von zu sehen und der lässt sich nachher super aus dem Hechtmaul lösen. So, hier habe ich jetzt mein Vorfach und jetzt gehe ich hin, nehme mir die kleine Etikettiermaschine, meinen Köder,
durch die Mittelgräte des Fisches. Dann lege ich meinen Haken an. Auch hier durch das Cover, durch das Öhr des Hakens. Und dann wird einfach abgedrückt. So habe ich eine, ähnlich wie beim Karpfenangeln, einen freihängenden Einzelhaken, eine Haarmontage. Schön ist natürlich, dass der Stint jetzt hier gefärbt ist. Macht einen unheimlich schmalen Fuß. So, und den zweiten Haken hier kann ich mir mit Hilfe der längeren Nadel auch prima fixieren. Hier das gleiche wieder, auch durch die Mittelgräte des Fisches, durch die Hakenöse. Und abgedrückt. So, das sieht natürlich jetzt ein bisschen witzig aus, weil die Haken relativ frei hängen. Aber wir haben ja unsere guten alten Baitbands. Wichtig ist für mich nur, die Baitbands haben eine Dehnung. Wenn der Fisch jetzt zubeißt, die Haken können wie beim Karpfenangeln in jedem Maulwinkel fassen, frei. Und nicht durchgesteckt durch den Fisch, wie man das sonst macht. Und deswegen hatte ich immer Skepsis, überhaupt mit Einzelhaken zu fischen, weil die Drillinge doch zumindest immer einen freien Haken dem Fisch überlassen, ob die jetzt doppelt anliegen oder nicht. So, meine Baitbands einmal schon ab vom Fisch. Zweimal. Und jetzt kann ich auch ruhig mal ein bisschen Zug ausüben hier. Ihr könnt sehen, also der Fisch ist hundertprozentig fest. Und diese Etikettierfäden, gut, jetzt könnte der eine oder andere sagen, das ist Umweltverschmutzung, aber wir haben es bis jetzt noch nicht erlebt, dass die abgerissen sind beim Drill. Also die hängen eigentlich immer noch am Vorfach. Also kann man die auch entsprechend entsorgen danach. So, so sieht das Ganze dann aus. Und wenn ich jetzt als Hecht oder wie auch immer den Köder nehme, könnt ihr schon sehen, egal von wo, auch wenn er den Haken platt drücken sollte, stellt sich automatisch wieder auf durch dieses Cover. Und für die Karpfenangler unter euch, den Rig-Test, also wenn ich das hier über den Handrücken ziehe, der Endhaken muss nicht unbedingt vom Widerhaken befreit werden, aber sitzt auch auf jeden, in jedem Fall immer sicher im Hechtmaul. So, das war's dann schon wieder. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig Neues zeigen, ein wenig helfen. Dann wünsche ich euch noch Tight Lines und viele dicke Hechte. Dankeschön.